Hey Leute, was geht? Tyson hier für Athletic Statics und wir schauen uns im heutigen Video einen weiteren Fehler bei meiner geliebten Kniebeuge an. Und zwar geht es heute um das Thema, warum du oder warum viele bei der Kniebeuge nach vorne kippen. Ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Und das ist egal, ob Highbar oder Lowbar Kniebeuge. Bei der Highbar kann es noch ein Ticken fataler sein. Und zwar folgendes. Ich mache es in der Lowbar Kniebeuge, weil da passiert es am allerhäufigsten, würde ich mal behaupten. Ihr beugt, ja, also ihr geht runter und da passiert das hier. Ja. Der Arsch geht hoch und ihr macht so einen leichten Good Morning. Kann man das sehen von der Seite? Mhm. Also quasi, statt dass ihr so beugt, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Und dann trainet ihr das so hoch. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, der Körper ist intelligent. Ja? Der weiß ganz genau, was er kann und was er nicht kann. Bedeutet, wenn ihr quasi unter einer Last seid, sucht der Körper sich immer den stärksten Weg oder die Position, in der er am stärksten ist. Ja? Und das bedeutet quasi, wenn ihr jetzt in den Squat geht und der Körper shiftet sich automatisch in diese Position, achtet mal, was passiert. In der Zeit, in der mein Arsch hochgeht, bewegt sich die Stange ja nicht. Bedeutet quasi, es wird kein Gewicht bewegt. Und gleichzeitig passiert Folgendes, das Bein wird gestreckt. Das heißt, der Quadrizeps kommt in eine günstigere Position. Und sobald der Quadrizeps in der Position ist, dann geht auch das Gewicht hoch. Das bedeutet, was eigentlich passiert, wenn ihr nach vorne kippt, ist nur, dass der Körper die Belastung vom Quadrizeps wegnimmt und auf den Arsch, die Beinbeuge und den unteren Rücken leitet. Er switcht quasi, er guckt einfach, okay, wo bin ich am stärksten? Nicht im Quadrizeps, sondern in der hinteren Kette und switcht quasi die Belastung von hier. Hier müsstet ihr jetzt quasi volle Beinextension machen. Switcht ihr die Belastung einfach auf hier, ihr seid gestreckter und ab hier kann der Körper den Quadrizeps wieder mitbenutzen. Bedeutet, das Einzige, was es ist, wenn ihr nach vorne kippt, kann zum Teil auch beim Kreuzheben so sein, ist eine Schwäche in der vorderen Beinmuskulatur im Quadrizeps. Und eine ganz einfache Sache, wie ihr die rausbekommt, ist zum Beispiel von einer Lowback-Kniebeuge auch mal auf eine Highback-Kniebeuge zu switchen oder eine meiner Lieblingsübungen, die ich auch derzeit immer in meinem Training drin habe, um eben diese Beinchen mal aufzubauen, die Frontkniebeuge. Und dann gehen wir nur ganz kurz mal durch, wie das vorne aussieht. Frontkniebeuge oder warum die gut ist. Bei der Frontkniebeuge habt ihr die Belastung sehr weit vorne und ihr seid quasi gezwungen, Leg Extension zu machen. Sonst kippt ihr nach vorne und das Gewicht fällt nach unten ab. Deswegen ist sie perfekt eigentlich dafür und ihr habt den Rumpf noch mit drin. Was ihr macht, ihr nehmt die Stange. Wenn ihr ein bisschen Probleme mit der Mobilität habt, könnt ihr die auch ein bisschen breiter nehmen. Wichtig ist einfach nur, dass ihr sie hier auf der Schulter ablegt und dann wirklich mit wenig Gewicht. Es geht jetzt wirklich darum, dass ihr wirklich nur über die Beinstreckung arbeitet, die Knie nach vorne, kontrolliert, bam. Und jetzt wirklich drauf konzentrieren, zack, Beinstreckung. Und ihr seht, dass wenn ich jetzt hier nach vorne kippen würde, würde mir die Stange ja direkt runterfallen. Deswegen, wenn ihr nach vorne kippt, baut zumindest als Zusatzübung die Frontkniebeugen rein für einen richtig guten Quadrizeps. Macht das mal so 3, 4, 5 Monate, baut den richtig auf. Und wenn ihr dann den Switch macht auf eure Lowback-Kniebeuge oder auf eure Highback-Kniebeuge, gar kein Problem mehr. Vor allem, was mir gerade noch eingefallen ist, ist auch so, dass viele häufig direkt einen Gürtel verwenden. Ja? Und der Gürtel ist ja auch nochmal so ein Tool, der einfach den Rumpf verstärkt. Und wenn ihr dann quasi nach vorne kippt, ist ja klar, dass der Rumpf nochmal zusätzlich stärker ist. Und deswegen, meine Freunde, lasst den Gürtel vielleicht auch einfach mal weg für den Rumpf so ein bisschen und die Beinstreckung. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Fehler, im nächsten Technikvideo. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auch in die Kommentare. Und ansonsten, bis dahin, macht's gut. Peace.